Moini, und da bin ich wieder mit Alan Wake. Wir sind von der Polizei und vom FBI jetzt verfolgt worden, da wir Rose besucht haben, die von Barbara, der kratzenden Hexe, besessen wurde. Nun wissen wir, dass die Witwe anscheinend der Auslöser ist und früher schon mal von einem Thomas Zane ihren Nutzen gezogen hat, um diese Welt für sich selbst zu gestalten. Die Rocker im Café haben sie wieder freigelassen anscheinend. Und ja, wir wollen jetzt zur Radiostation. Barry wurde gefangen genommen von der Polizei und wir wurden hier verfolgt mit Schießerei. Und ja, alles sehr wild, sehr wild. Ach, da war der Kontroll. Das ist doch auch schön. Ich dachte, hier hätte was geleuchtet. Schade. Ich bin komplett ohne Taschenlampe und ohne Waffe unterwegs. Noch zumindest. Was jetzt? Warum war das? Ach so, weil ich noch auf das gruselige Ding da gucke. Ah, hier ist eine Taschenlampe. Kleine Taschenlampe nehmen. Okay. Das heißt kleine Taschenlampe. Gibt es auch große Taschenlampen? So. Die Dunkelheit will mich ja aufhalten. Aber nicht mit mir. So viele Polizeiautos, ne? Oh. Sie kamen mir sehr gelegen. Das stimmt. Blendgranaten sind super. Also ich würde mich ja gerne melden. Ja, Blendgranaten werfe ich wie die Knicklichter. Gruselig. Okay, ich möchte mich ja auch nicht so richtig verlaufen. Sieht gerade alles hier so offen aus. Achso, ich nicht. Hier ist die Welt zu Ende. Sehr schön. Nein. Aua. Ich hab doch nichts. Lass mich in Ruhe. So, könnt ihr mich jetzt in Ruhe lassen? Ah. So. Das ist ein... Oha. Ein Polizist oder ein Feuerwehrmann, ne? Polizist. Oh Gott. Uiuiuiuiui. Ich bin fast tot und ich weiß gerade gar nicht, wo ich lang muss. Immer Richtung Licht, habe ich mal in einem Ladescreen gelesen. Richtung Licht, Richtung Licht. Hüpf. Oh. Hier ist nichts mehr. Blendgranaten. Ui, Safe Spot. Was beschäftigt Sie, Milt? Also, ich wohne bei der Wohnwagensiedlung, Pat, und sie ist echt der Teufel los. Ich wohne da auch ganz in der Nähe. Wissen Sie genauer, was da los ist? Ich weiß nicht, aber hier sind überall Polizeiwagen, Sirenen, ein Hubschrauber kreist über uns und ich glaube, ich habe Schüsse gehört. Schüsse? Ja, wie Pistolenschüsse. Können Sie herausfinden, was da los ist? Diese Schießerei ist nämlich direkt bei mir nebenan. Sie schießen immer noch? Nein, das war vor etwa 10, 15 Minuten. Es hört sich ernst an, Pep. Wirklich. Das klingt nicht nach einer Party. Also, ich werde auf jeden Fall bei der Wache anrufen, Milt. Okay. Ich sage sofort Bescheid, wenn ich etwas höre. Okay, danke. Bedeutet, der wird gleich auch Angst haben vor uns, weil der ja bei der Polizei anruft und die der Meinung sind, dass ich schuld bin. Da liegt eine Manuskriptseite. Ich sehe. Ach so. Nimm das. Okay, danke. Da ist noch jemand hinter mir, ne?
Boah, ist das frech. Komm mal mit hier rüber. Hier ist ein Safe Spot. Was hältst du davon? Aua! Ausgewichen. Hier ist kein Safe Spot mehr. Ja gut, dann bin ich tot. Das war ziemlich krass. Das war sehr, sehr dolle krass. Ich weiß nicht, wie ich das schaffen soll. Au, sag mal, ich war noch in der Sequenz. Ob das wohl euer Ernst hier ist? Jetzt sind sie alle platt. Okay, cool, danke schön. Hat halt nur sehr dolle weh. Habe ich nicht vorhin noch was aufgenommen gehabt? Berührt vom Dunkel war Rose verloren in einem Traumland, das gemalt schien mit schwarzer und grauer Kreide. Die alte Frau hatte ihr die Erfüllung all ihrer Wünsche versprochen. Sie würde Alan Wakes Muse sein. Sie lächelte so sehr, dass ihr Gesicht wehtat. Sie zerdrückte eine Packung Schlaftabletten und rührte sie in einen Kaffee. Ui. Tief innen drin schrie sie panisch auf. Hab ich nicht vorhin noch was aufgesammelt? Nee. Ja, Rose, komplett besessen von der Hexe. Ich möchte gerne diesen Hochsitz einmal gucken. Kann ich nicht. Eine Waffe wäre so cool. Was ist mit den Blendgranaten? Bin ich ganz okay. Aber das... Okay. Man wird halt so umzingelt. Hier. Aua. Und ich habe halt nur 6 Stück noch. Da ist ein gelber Punkt auf dem Boden gewesen. Da ist ein gelber Pfeil. So, den habe ich ein bisschen gestunt. Krieg ich jetzt eine Waffe, das wäre so schön. Aua! Na komm. Los bitte, Waffe. Generator erstmal. Für mehr Licht. Und ein Safe Spot hier. Okay, das Licht zur Tür. Und jetzt haben wir hier zumindest ein bisschen was. Das so. Trust no one in the dark. Ja, das. Walk in light. Ja. Rotkäppchen bleibt auf dem Weg. Ich weiß nur leider nicht, in welche Richtung. Nachladen. Zwei Schüsse habe ich nur gekriegt. Ist auch wieder ein Polizeiauto. Ah, mit Blendgranaten. Das hat beide gekillt. Sehr schön. Uff. Da geht's weiter. Okay, selbst wenn hier rechts und links jetzt am Rand was wäre. Ich find's gerade viel zu krass. Oh, von hinten auch. Uiuiui, den habe ich nur gehört, nicht gesehen. So. Doch, das war's, ne? Damit haben wir alle. Uiuiuiui, da ist der Radiosender. Nee, ich gehe jetzt nicht vom Weg ab. Das ist mir zu heavy hier.
Wenn die da irgendwas versteckt haben, dann können sie es behalten. Hallo. Halt. Na komm, hier ist auch eine Blendgranate. Halt, sagt er. Komm ich hier irgendwie rein? Ich muss hier rücken. Nee, da ist eine Tür. Die ist auch einfach geöffnet. Ich hoffe, Maine würde mir ein Auto leihen. Kaffeekanne. Hallo Lorna, was möchten Sie uns mitteilen? Okay, dann weiß sie doch Bescheid. Mitfühlende Stellungnahme, Lorna. Jetzt können wir reingehen, ohne dass er uns direkt verrät, weil er aufschreit, dass hier jemand reinkommt einfach. The Night Owl. Der berühmte Schriftsteller Alan Wake ist gerade reingekommen. Mal sehen, ob er mir ein Interview gibt. Kommen Sie, Mr. Ah, ich freue mich sehr, dass Sie sich die Zeit dafür nehmen, Mr. Wake. Sie sitzen in der Falle, Dan Brown! Dan Brown. Von Maine. Lassen Sie ihn! Hey, 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 immer mit der Ruhe. Stecken Sie die Waffe weg. Wir sind doch alle Freunde, oder? Kommen Sie runter, Nightingale. Wir haben ihn. Oh, bitte. Großer Gott! Was ist denn bloß los mit Ihnen? Da drinnen ist ein Zivilist! Ach, schade. Aber, so wissen Sie, ich habe Hilfe gesucht bei jemandem, den ich kenne. Oder ich wollte eine Geisel nehmen, wer weiß. Ich krieg sie schon noch! Ach, Mann. Und nun? Zum Zugdepot gehen. Ich war schon so viele Klippen heruntergefallen. Kommt davon, wenn man sein Buch The Sudden Stop nennt. Es war ganz gut, dass ich May nicht erzählen konnte, wo ich hin wollte. Ich musste die Korps loswerden und das Bergwerk selbst finden. Schade, da hinten fährt irgendwas. Nightingale starrte durch das kaputte Studiofenster in den dunklen Wald. Er drehte sich um und wollte nach draußen, doch Maine griff nach seinem Arm. Mann, sie hätten mich beinahe erschossen. Man legt nicht einfach so auf einen Menschen an. Was ist dein Problem? Nightingale riss sich los und ging nach draußen. Auf seinen Wangen brannten Zorn und Erniedrigung. Ja, der hat auch irgendwas quersitzen. Hallo. Ein bisschen was zumindest. Einen Schuss haben wir noch, den müssen wir gut verteidigen da unten. Ist wieder irgendwas Schönes. Es glitzert und leuchtet. Ah! Okay, oh nein, ich habe zwei geworfen aus Versehen. Das ist nicht gut. So, machen wir Licht. Es wäre Licht. Okay, danke schön. Da ist eine Pistole. Oh, und ein Revolver. Super, 18 Schuss. Ach, klasse. Jetzt geht's wieder los hier. Das war echt krank. Jetzt können wir auch wieder so ein bisschen rechts, links gucken. Aber nicht zu sehr. So. Reload. Das gefällt mir doch. Und wisst ihr was? Ich möchte gerne die hier. Und nicht die Leuchtpistole, sondern so, den Revolver. Muss ich rechts hoch? Muss ich links runter? Werde ich von hinten angegriffen?
Und der bringt auch noch einen. Da sind meine Schuss schon wieder fast komplett weg. Das ist ein bisschen unglücklich. Da leuchtet nochmal... Ich muss hier kurz hoch. Oder komme ich von hier, sagt mal. Ah! Drei Stück. Kriegen wir. Müssen wir aber... Aua. Müssen wir ein bisschen zusammentreiben. Jetzt habe ich da keinen Schuss mehr drauf, leider. Oder komme ich gerade von hier oben? Ich habe so die Orientierung verloren. Aber hier muss ja noch irgendwas sein. Oder? Oh, wohin gehe ich? Ich gehe wieder zurück, oder? Nee, hier bin ich nicht lang gekommen bis jetzt. Will ich weiter nach oben oder will ich weiter nach unten? Ich will eigentlich nach unten, aber warum kann ich hier so weit nach oben rennen? Puh, ja, wenn ich zurückrenne, dann haben wir zumindest die Landschaft hier genossen. Wohin gehe ich? Da ist wieder die Radiostation. Ich bin von hier gekommen, aber bin ich hier lang? Ich kann mich nicht daran erinnern. Ich gehe weiter hoch jetzt, Leute. Sorry. Es war auch so aufregend gerade vielleicht. Aber das ist ganz eindeutig die Radiostation. Das ist der Funkturm hier. Nein, es ist gut, dass ich hier lang bin. Hier ist noch Loot. Ich soll hier sein. Und ein Manuskript, was ich noch nicht gesehen habe. Ah, okay. Danny war rausgegangen, doch was nun wieder hereinstolperte, war etwas Fremdes, ein Monstrum. Walter versuchte es zu töten, erst mit den Fäusten, dann mit einem Stuhl. Es wollte einfach nicht sterben, griff weiter an, ungerührt von den Schlägen. Nachdem Walter das Wesen die Kellertreppe heruntertreten konnte, geriet er in Panik. Er setzte sich hinters Steuer und trat aufs Gas. Der Alkohol würde kein Vergessen bringen, aber er musste es versuchen. Das war der angerufen hatte, den wir im Trailerpark gehört haben. Danny. Hier ist aber sonst nichts mehr. Wenn ich das richtig sehe. Jetzt bin ich nur für so eine kleine Nachricht, die nicht mal so wichtig erscheint, hier hochgepaddelt. Wow. Na gut. Gucken wir noch mal einmal hier runter ein bisschen. Und sehen nicht viel. Sieht schon beeindruckend aus, ne? Schöne Aussicht hier. Also, wir müssen zum Zugdepot. Das ist da unten. Hier ist zumindest vom Mondlicht ein bisschen erhellt. Nicht so gruselig mit den Bäumen da unten. Okay. Ich habe leider nichts mehr für euch, meine Freunde. Aua. Oder? Okay, ich kann die auch mit der Taschenlampe versengen. Menschlein! Ihr Menschlein! Ah, die Batterie hätte ich mir sparen können. Aua. Wir halten es einfach mal kurz ein bisschen aus, würde ich behaupten. Autsch, 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 autsch. Aua. Sag mal.
funktioniert. Halbwegs. Mein Leben und meine Batterie füllen sich wieder auf. Und es wird ruhiger. So, da vorne ist ein Safe Spot. Bei dem ich schon war. Das heißt, ich gehe nach hier. Ja, da ist nämlich der nächste. Ich habe nur 6 Schuss, ne? Merkwürdigerweise waren die Arbeitslampen der Energiefirma noch hier. Fast schien es, als habe man sie für jemanden wie mich hier gelassen. Ja, ich meine, irgendjemand schreibt ja auch die Graffitis an die Wand. The darkness controls the taken. Noch ein bisschen mehr Krempel für uns hier. 2, 3, 4, 5. Oh je. Was? Nein. Kommt mal alle her. So. Du lebst noch. Du auch. Hier, bitte. Aua. Oh, ich muss ein bisschen ins Licht hier. Ja, das Licht ist aus. Kann ich es wieder anmachen? Aua. Ich bin ausgewichen. Ach, bitte. Hier ist der Safe Spot. Okay. So, gehen wir wieder rein. So. Von oben kommt jetzt einer gleich. Genau. So, ich sammle mich mal hier ein bisschen. Nein, ich sammle mich hier nicht ein bisschen. So, jetzt. Oha. Das hat die nicht gestört. Aua, 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 aua. Renn. Renn, renn, renn. Noch eins. Nee. Och, krass. Das ist gar nicht so einfach. Alles für den Loot. So. Ah, hier ist noch ein Scheinwerfer. Sehr gut. Ah! Wow, was macht der? Komm hier. So. Haltet ihr davon? Keine Munition mehr. Nachladen, 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 einschalten. Uff. Ah, hallo. Der hängt da ein bisschen fest. Ich helfe dir mal kurz. So. Hui, das war hart. Das war richtig hart. Bisschen Energie für mich. Ich recover irgendwie nicht. Da wäre auch noch ein Licht gewesen. Kann ich noch weiter nachladen? Ne, ich habe keine Muni mehr. Apropos Muni. Oh. Kann ich hier das mal einmal kaputt machen? Habe ich. Sehr schön. Warum wird es hier so laut und gruselig? Weiß man nicht. Also, ab einem gewissen Zeitpunkt dürfen sie gerne ihre Thermoskannen behalten. Okay, danke. Dann halt doch nicht. Dann sind es doch meine Thermoskannen. Dankeschön. Mal dem Licht hinterher.
So. Sarah vertraute ihrem Bauch. Ja, das ist gut. Und er sagte ihr, dass Agent Nightingale ein Arschloch war. Etwas an ihm stimmte nicht. Und zwar nicht nur die Alkoholfahne. Etwas daran, wie er mit der Marke wedelte, auf seinen Rang pochte. An dem Blick, wenn er antworten wollte. Wo war Alan Wake? Wie war das mit dem Unfall? Wo steckte seine Frau? Und vor allem, wieso hatte sie Wake gehen lassen? Ihre Fragen ignorierte er. Bundesangelegenheit, sagte er nur. Okay, Bundesangelegenheit. So weit sind wir schon gekommen. Oh, hier gibt's mehr Muni. Und ein Safe Spot. Richtig dick viel Munition, das ist doch schön. Bisschen auf dem Zahnfleisch gekrochen. Ein Telefonat. Was machen wir am Licht? Hallo? Er ist der größte Dickschädel, den ich kenne. Alice? Alice? Alan. Alan. Ich habe solche Angst. Lässt mich im Dunkeln stehen. Oh Gott. Ich brauche Hilfe. Ich sehe dich an, Alan, und das bist nicht du. Etwas anderes. Jetzt habe ich's erst. Sieht mich durch deine Augen an. Ihr auch, ne? Ich bin hier. Ich habe solche Angst. Lässt mich im Dunkeln stehen. Geht alles den Bach runter. Vorsichtig sein. Kooperieren. Die Verbindung war extrem schlecht, aber das war nicht alles, was an dem Anruf nicht stimmte. Sie hatte unecht geklungen, aber sie hatte angerufen. Ja. Ja, ich weiß es nicht. Nein. Wir gucken mal, wie es weitergeht. Da ist eine Manuskriptseite. Das Rohr löste sich aus dem stählernen Brückengerüst. Von dunkel umhüllt schwebte es in der Luft und zuckte spastisch. Einen Moment lang verstand ich nicht, was ich da sah. Das schwere Objekt taumelte auf mich zu, von unmöglichen Kräften bewegt. Ich warf mich aus seiner Bahn, doch nur um Haaresbreite. Als ich meine Taschenlampe anstellte, bäumte es sich in finsterer Raserei auf und flog wieder auf mich zu. Okay, das wird ein Kampf gegen Windmühlen, so wie es scheint. Gehe ich wieder hoch oder gehe ich wieder runter? Da ist eine Hütte. Und 3 Punkte. Das heißt, hier ist wieder Loot. Und gruselige Geräusche. Und richtig viel Loot. Richtig dolle viel Loot. Ihr wisst, was das bedeutet. Und hier atmet jemand ganz, ganz dolle schwer. Na, wo ist der Spruch? Was für eine Waffe habe ich? Die hier. Das war die falsche Waffe, aber ist okay. Was? Von wo? Was? Hä? Was wollt ihr von mir? Aha. So. Aua. Es ist mit dem Ausweichen, ne? Okay. Ob ich angespannt bin? Dezent. Hier ist kein Graffiti mehr an der Wand gewesen. Oder ich habe es nicht gesehen. Nee, ich habe es nicht mehr gesehen. Keine Ahnung. Ist jetzt auch gar nicht so wichtig. Aber wisst ihr, was wichtig ist? Pause zu machen. Ich suche mir mal eben. Hier gibt es gleich einen Speicherpunkt. Ich rieche das. Weiter vorn sah ich eine Eisenbahnbrücke. Und am Ufer gegenüber eine Art Lagerhaus. Ich hoffte, dort ein Auto zu finden. So.
Das ist es doch. Das ist der Punkt, der Kontrollpunkt, wo wir jetzt Pause machen. Ich würde mich über ein Däumchen nach oben freuen und über einen Kommentar umso mehr. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.